Willkommen in der nächsten Folge Pflanzen gegen Zombies Let's Play. Ganz genau. Ja. Wenn ihr mitgemacht hättet, wäre es noch viel eindrucksvoller gewesen. Aber okay. Ja. Ich weiß. Ich mache ja hier auch alles andere alleine. Ich spiele hier, ich nehme auf, ich lade es hoch und ihr guckt es nur. Und ja, so ist auch richtig. Alles andere wäre auch falsch. Ach ja, und ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, unter den letzten beiden Videos eure Vorschläge zu machen. Welche Pflanzen ich denn für den Überlebens-Endlos-Modus nehmen soll. Wenn nicht, ab zurück zu Video Nummer 77 und 78. Falls es stimmt. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Yay, die Pflanze haben wir noch nicht. Super, toll, klasse, ja. Okay. Genug dumm rumgeblödelt. Weiter zum nächsten. Mal sehen, je nachdem, wie schnell wir hier fertig werden, baue ich vielleicht noch einen blöden Zombatar ganz mal auf die Schnelle hin. Nichts Besonderes. Nur ein einfacher Zombatar. Auf geht's. Entschuldigt. So. Ich weiß, was ich vergessen habe. Gut, dass ich es in der letzten Folge noch gesagt hatte. Ja, komm, ich brauche noch eine Sonne. Hallo, mach hin. Danke. Verbockt. Brauche ich jetzt mal eine Ringelblume? Ja, zum Spaß. Faulnisabwehrparade. Aus einem ganz einfachen Grund, damit ich mehr Zeit habe, die Sonnenuhr zu bauen. Weil ich vergessen habe, den blöden Rechen zu bauen. Aber da bin ich ja selber pfult. So hast du uns selber pfult. Aber hey, YOLO. Er braucht schon Rechen. Wenn das nicht immer so lange laden würde. Oh, mein Kopf. Oh ja. Ach ja. Eine muslimische Walnuss. Bin Laden. Ach, ja. Der war wieder so schlecht, das tut schon weh. Am besten ihr hüpft nochmal Zeug und überspringt genau die Stelle. Dann ist es, als ob es nie gewesen wäre. Ach ja.
Hau weg. Hau, bitte. Nee, nee, mein Freund, da musst du schon früher aufstehen, dass du an meiner Hochwalnuss vorbeikommst. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass sie Karate kann. Ja, bringt dir nur nichts, weil sie da steht wie ein Stein, aber guter Service ist bekanntlich selten heutzutage. Let's twist again like we twist us now. Ich würde mir ein Sprechverbot auflegen, ist aber nur blöd, wenn ich extra mein Mikro anmache und dann nicht rede. Ich glaube, wenn ich eine Kasse machen würde, bei der ich jedes Mal 50 Cent reinzahlen müsste, wenn ich summe oder singe während eines Let's Plays, dann hätte ich ständig Geld für neue Spiele. Ist mal eine interessante Idee. Obwohl, das ist eigentlich eine schlechte Idee. Weil von irgendwas muss ich auch noch Essen kaufen. Ach komm, was soll der Geiz? Weg mit der Walnuss hier. Gleich eine neue drauf. So viel, Sonnenpunkte muss man jetzt mal haben. Das gut betuchte Vorgartenbesitzer. Na, so wie wir. Und schon wieder die letzte Welle. Kinder, die Zeit geht so schnell um. Eben noch habe ich die Pflanzen gepflanzt. Und schon sind sie so groß. Symbol drauf. Nix wie heiter weiter. Was war das eben für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Vorsicht! Hier sind irgendwo Zombies unterwegs! Und ein riesiger Dummkopf. Und dieser Dummkopf macht den Pflanzen gegen Zombies letztlich. Woran man ihn erkennt? Ganz einfach. An dem Nichtvorhandensein einer Hake in seinem Vorgarten. Tja, Kinder, bitte macht das nicht nach. Es könnte böse enden. Also ich finde, dieser Zombie hat unglaubliche Ähnlichkeit mit Marty Feldman. Und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann solltet ihr vielleicht mal auf Wikipedia oder so nachgucken oder auf Google einfach nach Bildern suchen. Und wenn ihr mir dann nicht zustimmt, tja, dann stimmt mir halt nicht zu. Also ist doch eure freie Entscheidung, nicht zuzustimmen. Also... weiß gar nicht, was da euer Problem ist in dem Punkt. Aber ich finde schon, dieser Blick, besonders aus dem Film Frankenstein Junior von Mel Brooks, das klingt ja schon fast wieder wie Schleichwerbung. Dabei mache ich gar keine Werbung für Schleichfiguren. Würde ich nie machen. Schleichfiguren sind nämlich handbemalt und liebevoll. Ja, wie auch immer. Würde ich auf jeden Fall nie machen, ne? Schleichwerbung. Mel Brooks Werbung ist was anderes als, ne? Also, genug jetzt mit dem Rumblödeln. Auf jeden Fall guckt der da so. Welche Rolle der in dem Film spielt, kann ich jetzt nicht verraten. Das wäre ja blöd.
könnt ihr mal nachgucken. Und wenn ihr nachguckt habt, schreibt ihr einfach drunter, welche Rolle er in dem Film gespielt hat, Martin Feldman. Dann sage ich, ob es gestimmt hat oder nicht. Na gut, ich muss nicht sagen, ich kann es auch einfach als Gegenkommentar. Obwohl, das klingt so negativ, Gegenkommentar. Als Antwort, das klingt viel fröhlicher. Als Antwort kann ich es drunter posten. Mann, 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 Schleichwerbung. Würde doch nie jemand machen. Sudoka? Ja. Aber Schleichwerbung nie, nie. Ich gehe mich gar nicht auf die Idee. Ach, abartig. Haha, das hast du so schön gedacht, du kommst durch und ich hab dich aber nicht durchgelassen, verstehst du? Hast gedacht, du kommst einfach so rein? Ja. Nicht mit mir, du. Gut, wenn du lieb gefragt hättest natürlich. Viel Brains oder so, weiß nicht, was hier Zombie so sonst so sagt. Habt ihr jetzt noch nicht so viel von euch gehört? Außer euer tolles Musikvideo. Eigentlich tun mir die Zombies voll leid. Die haben ja gar nichts getan. Die laufen hier ganz fröhlich. Und haben immer ihre Hausaufgaben gemacht in der Schule. Und dann sowas. Grund mehr, viel besser aufzupassen, was man in der Schule alles macht und was nicht. Und immer schön die Hausaufgaben machen, ne? Warum mache ich eigentlich Werbung für Schule und Hausaufgaben? Mache ich lieber wieder Werbung für Schleich. So tolle fußbemalte Figuren. Jetzt echt mit Pilzen von Schwimmerfüßen. Ach, das sind ja diesmal sogar drei Wellen. Dann erdreiste ich mich mal gerade.